Hi ihr Lieben, ich habe super Nachrichten für euch, denn das Wochenende ist zum Greifen nah. Ja, auch wieder einiges los bei uns in der Region in Sachen Veranstaltungen. Und ob für euch was dabei ist, das schauen wir jetzt. Koblenz bei Nacht erleben, das könnt ihr am kommenden Freitag und zwar mit dem Koblenzer Urgestein Manfred Knifke. Los geht's um 21 Uhr und den Treffpunkt, den erfahrt ihr beim Kauf eures Tickets im Forum Confluentes am Zentralplatz. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und kann euch das nur empfehlen, denn Manfred Knifke ist einfach ein klasse Typ. Im Rahmen des Koblenzer Kultursommers wird die Koblenz Touristik in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen mit der Vinothek auf Tour gehen. Und den ersten Stopp gibt es auch am kommenden Freitag in Ehrenbreitstein und zwar auf dem Kapuzinerplatz mit regionalen Weinen, leckeren Snacks und mit Live-Musik der Extraklasse. Und zwar, ja, morgen Abend mit René Tolai und Mail und Jonas, die beiden Finalisten von The Voice of Germany, hier aber jetzt dann im Akustik-Trio, also quasi Weltpremiere mit der Akustik-Tour am Freitag live auf dem Kapuzinerplatz in Ehrenbreitstein. Euch liegt das Thema Umweltschutz am Herzen? Dann habe ich genau das Richtige für euch, denn ihr könnt selber mit anpacken und zwar beim World Cleanup Day am kommenden Samstag in Koblenz. Los geht's um 11 Uhr am Deutschen Eck, es werden gratis Müllbeutel verteilt und zum Müllzang und dann könnt auch ihr gemeinsam was Gutes tun, den Müll beseitigen und für ein sauberes Koblenz sorgen. Rolling Stones Fans, aufgepasst, denn am kommenden Samstag gibt es Rolling Stones zum Anfassen quasi, denn die Coverband Voodoo Lounge wird im Café Hahn gastieren und zwar Einlass ab 18:30 Beginn um 20 Uhr. Tickets gibt es für 19 Euro und ich sag mal, der Sound, das Bühnenoutfit und die ganze Show, ich glaube noch authentischer sind einfach nur noch die originalen Rolling Stones. Von daher jetzt Tickets sichern unter www.kaffeehahn.de und dann euch jetzt schon ganz viel Spaß. Rolling Stones ist nicht so die richtige Musikrichtung? Überhaupt kein Problem. Denn auch für Schlagerfans gibt es am Wochenende genau das Richtige. Und zwar im Koblenzer Stadtwald, genauer gesagt im Forsthaus Kühkopf mit der Koblenzer Hausband. Los geht's um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden für die Künstler sind aber gerne gesehen. Viel Spaß! Das waren sie wieder, meine Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende. Habt eine tolle Zeit, bleibt gesund und habt vor allen Dingen ganz viel Spaß.